Ja, hallo meine Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr schon vom Team Wallraff gehört habt. Das ist ein RPL-Reporter-Team, wo die Journalisten sich immer einschleusen in irgendwelchen Organisationen oder Unternehmen und dann Dinge aufdecken. In den letzten Wochen gab es da einen großen Skandal mit der Lebenshilfe in Leverkusen. Ein Mitglied des Team Wallraffs hat sich da als Praktikantin beworben und so aufgedeckt, wie wirklich beschissen und menschenunwürdig die Mitarbeiter dort oder manche Mitarbeiter dort einige der behinderten Menschen, die dort arbeiten, behandelt haben. Ich habe mir gedacht, ich selbst habe ja auch schon mal in einer Behinderteneinrichtung gelebt und ich weiß, wie das die Medien jetzt funktionieren. Jetzt jeder, der nichts mit Behinderten zu tun hat, ist super schockiert und denkt sich, ja, alle sind so scheiße und behinderte Menschen leben sowieso nicht gut in solchen Einrichtungen und bla bla, alles ist nur schlecht. Ich will nicht sagen, dass es nicht die Bad Apples, die schwarzen Schafe gibt, wurde ja auch gezeigt. Aber es gibt auch gute Einrichtungen, gute Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten. Und ich wollte euch einfach mal meine Vergangenheit kurz schildern. Und zwar, ich habe von 1994 bis 2001 in der Alcista gelebt. Die Alcista ist eine Behinderteneinrichtung in Oberösterreich, mittlerweile eine der großen. Ich fange mal an und erkläre euch, was die Alcista ist. Und dann meinen Weg dahin und was so passiert ist in meinem Leben, in diesen 7 Jahren. Die Alcista. Damals hieß es noch das Dorf. Das Dorf ist in Altenhof. Altenhof ist ein kleiner Ort am Land, im Nirgendwo. Heißt, es gibt ein Spar, eine Kirche, ein Kirchenwirt, eine Raiffeisenbank. Es gab eine Post, als ich dort hinzog. Ein Lagerhausgebäude steht auch noch. Ich weiß aber nicht, ob das noch bedient wird. Danach gibt es rundherum einige Bauernhöfe, viele Felder und in den letzten Jahren sind mehr und mehr Einfamilienhäuser dort hochgezogen worden. Es gibt zwei öffentliche Busse, die das Dorf in jeweils eine andere Richtung, ich glaube viermal am Tag, verlassen bzw. wieder reinkommen. Die nächste nennenswerte größere Stadt ist circa 30 Kilometer entfernt. Altenhof liegt so zwischen Hagam-Hausruck, Schwanenstadt, Vöckerbruck, wem das was sagt. Und es ist wirklich ein sehr kleiner Ort. 1978 gab es dort einen Pater, der hat von einem Bauern ein großes Feld geschenkt bekommen. Auf dieses Feld hat er 7 Häuser gestellt. 6 Wohnhäuser und ein Verwaltungsgebäude. Die 6 Wohnhäuser sehen so aus. Es gibt ein Kellergeschoss, Erdgeschoss und ersten Stock. Erdgeschoss und ersten Stock bestehen aus 12 Gazoniern, einem großen Speisesaal, in dem die 12 Bewohner der Ebene essen und einem Dienstzimmer, in dem 2 bis 3 Mitarbeiter mehr oder weniger rund um die Uhr da sind. Die Gazoniere haben alle einen Balkon, sind so circa 30 Quadratmeter groß, haben ein großes Wohnzimmer, also einen großen Wohnraum, wo das Bett drin ist und den man sich gestalten kann, wie man möchte. Gibt einen Kasten und Tisch, Couch kann man reinstellen. Und es gibt einen kleinen Vorraum mit Garderobe und ein Badezimmer, das ist natürlich barrierefrei mit Dusche ist. Also ein WC mit Dusche. Weiters gibt es in jedem Stockwerk noch ein großes Badezimmer mit einer Pflegebadewanne. Das heißt, die kann man hoch und runter fahren, damit die Mitarbeiter leichter rankommen, um die Bewohner zu baden. Es gibt eine Großküche, die ist im Hauptgebäude. Da sind auch die ganzen Büros und die Werkstätten. Werkstätten ganz klassisch. Von Malerei, Flechterei, Töpferei bis Industriewerkstatt, Tischlerei, gibt es alles. Es gibt auch ein großes physikalisches Institut, das auch offen ist. Heißt, auch die nicht behinderten Menschen aus dem Umfeld, aus den anderen Orten kommen dorthin, wenn sie einen Unfall hatten und Reha brauchen oder Massagen oder so. Also ein ganz normales physikalisches Institut, was auch natürlich vor allem die Bewohner dort betreut und sportlich aktiviert. Es gibt auch noch eine Reha-Werkstatt. Angefangen hat das alles früher, ganz, ganz früher. Da haben die Haustechniker angefangen, die Rollis zu reparieren, die E-Rollis, die kaputt waren. Und das hat sich weiterentwickelt zum Reha-Service. Und das ist heute einer der größten Bandagisten im Oberösterreich, die alles beliefern die E-Rollis liefern, genauso wie Pflegebetten und alles, was ein Krankenhaus braucht. Also es sind ganz große Unternehmen geworden. Dort in dem Dorf selber haben 100, ich glaube 140
Menschen mit Behinderungen gewohnt, zu dem Zeitpunkt, in dem ich hingezogen bin. Es hieß körperlich behinderte Menschen, aber im Grunde waren es mehrfach behinderte Menschen. Ich bin 94 dorthin gezogen. Ich war erst im März 94, Ende März wurde ich 17 Jahre alt. Für mich war das natürlich eine gemischte Sache. Einerseits weg von zu Hause, weg von der Mama. Das erste Mal wäre nicht die Mama oder der Papa mich ins Bett bringen oder beim Klo gehen helfen, baden gehen. Wildfremde Menschen, das war ziemlich beängstigend für mich. Aber eine halbe Stunde, nachdem meine Eltern gefahren sind und meine Tränen getrocknet sind, war es das Beste überhaupt auf der ganzen Welt für mich. Weil ich war das erste Mal in meinem Leben die ganze Zeit in Eroli. Zu Hause bei meinen Eltern gab es keinen Lift, das heißt, der Rolli war immer im Keller unten und ich bin nur in Rolli reingekommen, wenn ich in die Schule gefahren bin. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich den ganzen Tag im Eroli sitzen konnte und immer entscheiden konnte, wann ich mich wohin bewege. Das war Freiheit, das war Wahnsinn, das war absolut neu. Außerdem habe ich König Alkohol kennengelernt. Puh, 17-Jähriger und Alkohol. Was du dann für eine katastrophale Mischung du brauchst, sind Frauen. Und die gab's auch dort. Shit. Also jeder, der jetzt in der Pubertät ist, um 17, 14, 15, 16, der weiß, was ich rede. Die Älteren unter uns wissen es auch, wollen sich nicht mehr erinnern dran, wahrscheinlich. Und die, die zu jung sind, glaubt's mir, da kommt noch was Geiles auf euch zu. Anyway, ich habe alles durchgemacht. Schwer betrunken, ankotzen, wo mit dem Rolli dagegen fahren, schwer verliebt sein, enttäuscht werden, wieder schwer verliebt sein, fortgehen bis in die Morgenstunden. Ich war in Amsterdam, bin überall zu Festivals gefahren, zum Teil mit den Zivildienern und den Praktikanten, die dort waren, haben wir dann einen Bus geschnappt und sind gefahren und ja, Partylife pur. Was jetzt das Leben dort betrifft, so muss ich sagen, habe ich echt Riesenschwein gehabt, weil die Mitarbeiter dort waren nicht nur stumpfe Pfleger und waschen, füttern, Klo gehen und fertig. Nein, die haben immer versucht, die Menschen, mit denen sie arbeiten oder die sie betreuen, rauszulocken und zu schauen, was geht bei denen und können die noch was machen. Und bei mir war es jetzt so, dass ich dorthin gekommen bin und früher hat mir die Mama immer angezogen. Die Mama hat mir aufgesetzt, die Mama hat mir die Zähne geputzt und alles. Und die haben irgendwie gemerkt, hey, du fauler Sack, das kannst du selber. Und so haben sie mir echt, ja, richtig Gas gegeben. Ich hatte Glück, dass ich da wirklich super taffe Mitarbeiter gehabt habe, die mir tough love. Sie waren streng, sie haben gewusst, dass ich einfach mal faul bin und das nie ausprobiert habe. Und das war gut so, denn binnen kürzester Zeit habe ich gelernt, mich selbst aufzusetzen, mich anzuziehen, zu waschen. Und ich habe dann gemerkt, das Coole daran ist, ich bin dann unabhängig. Ich muss nicht leiten, damit der Mitarbeiter kommt. Und ich muss nicht warten, weil der Mitarbeiter gerade bei einem anderen im Zimmer drinnen ist. Das waren wahnsinnig coole Erfahrungen. Und ich habe dann in Werkstätten gearbeitet, ich habe dann alles gemacht. In dem ersten Jahr, von 94 bis 95, habe ich das ganze Dorf durchgemacht und alle Werkstätten ausgetestet und alles gemacht. Und jeder kannte mich. Und wenn du jemanden fragst von damals, wird er wahrscheinlich sagen, ich bin der gewesen, der, wenn er um die Ecken gefahren ist, immer quer gefahren ist. Ich habe den Rolli immer um mich geslidet. Es hat nur Vollgas gegeben bei mir. Und ich habe echt niemanden umgebracht. Das ist echt wirklich, weil es gibt ja auch viele Fußgänger dort, Mitarbeiter und Praktikanten und so. Und ich habe noch niemanden wirklich brutal zusammengeschert, was echt ein Glück war. So, irgendwann so Anfang 95 haben dann die schlauen Mitarbeiter gemeint, hey, du bist ein ziemlicher Fuchs, gell? Geh doch nur in die Schule und mach Matura. Und wieso? What? Seid ihr deppert? Aber es hat nichts gebracht. Sie haben mich geschnappt. Wir sind in die umliegenden Ortschaften gekommen und haben uns Schulen angeschaut. Und dann war es so, dass ich in Vöcklabruck die Hack besucht habe. Im Herbst 95 habe ich dann angefangen. Ich war 18, meine Mitschüler waren 15, was wurscht war.
weil ich war sowieso kleiner wie alle anderen. In der Schule gab es schon Rollstuhlfahrer vor mir. In der Klasse war ich der Einzige. Die Schule hatte einen Lift, eine barrierefreie Toilette und eine Rampe beim Eingang. Mehr war eigentlich nicht notwendig. Und ja, ich hatte großes Glück. Meine Klassenkameraden waren der Wahnsinn. Ich habe da schnell so 5, 6, 7 Klassenkameraden gehabt, die mir dann beim WC gehen geholfen haben und. Ich war dann bei jeder Exkursion, bei jeder Sportwoche, bei jeder Reise war ich dabei, Sprachwoche, kam immer und überall war ich mit, weil meine Klassenkollegen ziemlich drauf geschaut haben, dass ich überall hinkomme und mir geholfen haben beim Klo gehen und alles drum und dran. Die Assista, also Altenhof selber, hat mich dahingehend unterstützt, dass sie mich in der Früh mit dem eigenen Fahrtendienst immer zur Schule gebracht haben und wieder abgeholt haben. Bis auf mein Matura-Jahr. Fuck. Alle meine Klassenkollegen haben langsam angefangen, Führerschein zu machen. Sie haben mit dem Auto in die Schule gefahren. Und ich, der 4 Jahre lang Privatauto gehabt hat zum Schule fahren, hat dann mit dem Postbus fahren müssen. Und warum? Weil 2000 die österreichische Post endlich draufgekommen ist, dass da im Altenhof 140 behinderte Menschen wohnen und das vielleicht praktisch war, wenn wir mal einen barrierefreien Bus dort fahren lassen, damit die 4-mal am Tag zumindest aus dem Dorf aussehen können und wieder reinfahren können. Ich habe schon gesagt, 1978 wurde das Dorf gegründet, 2000 gab es dann endlich den ersten barrierefreien Bus, der in eine Richtung aus dem Dorf rausgegangen ist. Und so hat dann die Assista entschieden, tja, wenn es jetzt einen Bus gibt, dann musst du ganz normal wie alle anderen mit dem Bus fahren. So bin ich dann das Matura-Jahr fast regelmäßig mit dem Postbus in die Schule gefahren und wieder heim. 2001 habe ich dann maturiert und bin dann nach Wien, wo ich jetzt bin. Zu dem, wie es dort war für mich. Ich habe sehr viele Freiheiten gehabt. Es war aber schon so, dass ich gemerkt habe, nachdem ich die Matura gehabt habe und nachdem ich gewusst habe, dass dort eigentlich nicht viel geht für mich, war es klar, dass das zu klein wird, dass das uninteressant ist für mich, dort ewig zu leben. Man muss sich das so vorstellen, als Mensch mit Behinderung wohnt man dort und es ist einfach am Arsch der Welt. Es ist zwar eine wunderschöne Gegend, Bäume, ein bisschen Wald, ein bisschen Felder, endlose Wege zum Spazieren gehen, aber es ist halt auch nichts rundum, wo man irgendwas machen kann. Und was dazu kommt ist, dadurch, dass es viele Zivildiener und viele Praktikanten gibt, die immer 18 Jahre plus minus sind, immer, jedes Jahr, man selbst aber immer älter wird, wird es ziemlich anstrengend mit der Zeit, weil, ja, die Leute um die bleiben immer die Jungen und du wirst immer älter, hast andere Interessen und es ist einfach jeden Tag dasselbe. Außerdem gibt es eine Großküche, die für alle kocht. Und die Küchen, das alles ist natürlich nach einem geregelt nach einem Zeitfenster. Also es gibt dann einen Plan. Es gibt nicht nur einen Dienstplan, wo du sagst, der Mitarbeiter ist an dem und dem Tag da. Nein, es gibt da um 8 gibt es Frühstück bis 9. Dann gibt es Punkt 12 wird Mittagessen serviert. Und um 5 ist Abendessen da. Da fährt der Zug drüber. Weil es müssen ja über 140 Leute verköstigt werden, pro Ebene 12. Und die Mitarbeiter müssen schauen, dass sie in dieser Zeit jedem das Essen geben. Und dann müssen sie anfangen, den Leuten, weiß ich nicht, einmal Toilette gehen, baden, duschen und ins Bett bringen. Und es sind nicht nur 1 oder 2 Mitarbeiter pro Ebene für 12 Personen, die unterschiedlich viel Assistenz oder Pflege brauchen. Das heißt, da kommst du nicht rundum um einen geregelten Ablauf. Du kannst als Bewohner, wenn du Hilfe brauchst, nicht sagen, heute stehe ich einmal um 10 erst auf und morgen um 7. Das geht nicht, weil halt alle anderen auch irgendwie aufstehen müssen. Und das ist was, was für mich halt nicht cool war, wobei ich sehr selbstständig war, aber ich habe gewusst, das ist nicht, wie ich leben will. Es gibt aber viele Menschen, die dort wohnen, für die ist das einfach super, weil sie die Sicherheit haben, weil sie eine gewisse Flexibilität haben und einfach ein schönes Umfeld haben. Und das passt auch so, das ist auch vollkommen okay. Die Assista hat sie jetzt schon aber auch begonnen, sich zu erweitern und hat mehrere Standorte in Oberösterreich, unter anderem auch kleinere WGs in großen Orten, was
ich jetzt persönlich für besser finde, weil in Altenhof, da bist du schon so, es ist ein bisschen ein Ghetto, weil halt die Leute kommen nicht hin, es gibt keinen Austausch mit dem normalen Volk, außer den Bewohnern im Ort Altenhof selbst. Aber sonst, es gibt zwar Firmengruppen, Pensionistengruppen, Schulklassen, die so Führungen machen und dann ins Dorf kommen, so wie wenn sie ein bisschen durch den Zoo gehen und sie das mal anschauen. Es gibt Bewohner, ich selbst habe das auch gemacht, die dann die Führungen machen. Ist immer super, weil wenn du das bei den alten Leuten zum Beispiel gut machst, kriegst du da ein nettes Trinkgeld. Keiner der Bewohner wird gezwungen, dass er von den Besuchern angeschaut wird. Das heißt, wenn sie in die Werkstätten gehen, fragen sie natürlich alle Leute, die dort arbeiten, ob das okay ist. Und keiner muss seine Wohnung herzeigen. Diejenigen, die die Führungen machen, zeigen natürlich gerne die Wohnung her, weil es ist halt einer Job und das taugt einer, aber es wird niemand gezwungen. Und trotzdem ist das irgendwie halt, ja, komisch, weil die Leute immer mit irgendeinem, entweder mit einem religiösen Hintergrund oder eben Pensionisten oder wie auch immer kommen, um sich das anzuschauen. Für mich war das auf jeden Fall klar, dass das nichts ist für die Ewigkeit. Aber ich möchte hier auch sagen, dass ich generell eine gute Erfahrung gemacht habe mit der Assista. Sie hat mir viel weitergebracht. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Hätte es die Assista nicht gegeben und vor allem zwei, drei der Mitarbeiter von damals, die mir richtig, richtig fett in den Arsch getreten haben, bildlich gesprochen, weil sie gewusst haben, dass ich was kann und dass ich Potenzial habe. Das war meine Geschichte zu meinem Leben im Behindertendorf. Wenn es euch gefallen hat oder interessant war für euch, gibt es mal einen Daumen hoch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, unten in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Instagram und Snapchat einmal reinschaut. Also, danke fürs Zuschauen und bis bald.